die Fresse! Dick, dick und Dustin! Dick und Dustin! Wir sind dick, dick und Dustin! Dick und Dustin! Wir waren schon immer etwas kräftig! Etwas kräftig! Am Trinken fühlen wir uns zu Haus! Schnaps und Bier! Nach diesem grandiosen Intro braucht man natürlich genau eine kühle Halbe oder wie bei uns hier in Franken sagt, ein Seidler. Modbricks hat sowas vor geraumer Zeit auf den Markt geschmissen. Ein Sixpack aus Klemmbausteinen. Ich hoffe, ihr seht alles, ohne dass es zu euch leuchtet. Es ist nicht viel zu sehen, es ist einfach nur eine braune Schachtel ohne nichts und obendrauf eben der Modbricks Sticker. Wir reden hier von 303 Teilen. Und die Setnummer ist die 182690 57, momentan zu beziehen über den Modbricks Online Shop für 39,95. Hätte ich gesagt, gehen wir in die Totale, öffnen die Schachtel, gucken, was drin ist und dann bauen wir los. Ne? In diesem Sinne, Leute, Prost! Hier ist es, das Sixpack von Modbricks, Setnummer 182690 57 mit 303 Teile. Schwuppdiwupp, mein Öffnerwerkzeug geschnappt. Hier mal kurz die Versiegelung durchtrennt und dann schauen wir hinein. Wir haben wahnsinnig viele Trans-Clear-Teile. Ist klar, wir müssen ja grüne Flaschen irgendwie nachahmen. Anleitung kostenlos. Ah, die Anleitung gibt es als Download. Round Plates in Trans. Naja, Trans-Green ist es nicht. Es hat so einen leichten Neon. Schimmer. Panels. Das Light Bluish Grey wird wahrscheinlich für den Träger sein. Das Orange ist fürs Flaschenetikett. Hier sind noch mehr Teile mit bei. Was haben wir hier? Oh, Stickerbogen. Da muss ich echt überlegen, ob ich den anbringe. Ich bin ja kein Freund der Sticker. Aber das gehört irgendwie dazu, ne? Das gehört irgendwie dazu. Modbricks Bier. Hier drin sind diese Zahnräder, das werden wohl die Kronkorken werden. Nur so ein paar Tüten. Die Welt ist nicht drin, wir haben nur 303 Teile. War klar, war nicht anders zu erwarten. Trotzdem interessant. Dann werde ich mich jetzt einmal hinhocken an den PC. Werden mir die Bauanleitung runterladen. Und dann hätte ich gesagt, je nachdem wie groß die Bauanleitung ist, nur gut bei einem Set mit 300 Teile, ich werde ungefähr die Hälfte bauen und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe das Set jetzt doch komplett durchgebaut. Es sind läppische 44 Bauschritte. Nicht großartig kompliziert. Im Großen und Ganzen sehr einfach zu bauen. So sieht's aus. Einmal im Kreis gedreht. Optisch macht schon was her. Ich packe jetzt hier mal die Flaschen auf Seiten. Man baut als erstes den Träger. Auf die Flaschen gehen wir jetzt dann noch ein. Man baut als erstes den Träger. Und zwar die Mittelkonstruktion mit dem Haltegriff. Und dann die Seidenkonstruktion. Und ihr seht schon, ne? 50 Shades of Grey. Also wir haben hier einen absoluten Steine-Mix. Hier ist alles dabei. Ein Großteil der Steine hier hat keinerlei Nummernkennung. Und ich konnte zumindest keine erkennen. Aber es sind Xingbao-Steine mit bei. Es sind Kudlong-Steine mit bei. Und es sind Cheesy-Steine mit bei. Na, ihr wisst ja, die typischen... Ich sage jetzt mal die typischen Modbricks-Steine mit dem X in der Noppenaufnahme. Ne? Ihr wisst Bescheid. Hat man ja schon das eine oder andere Mal auf dem Bautisch. Die Steine durch den Steine-Mix, mal abgesehen von den Farbunterschieden, weisen auch so Unterschiede auf. Durch den Herstellermix kommt es halt vor, dass wir hier Fliesen mit Groove haben, die sich dann vermischen mit Fliesen ohne Groove. Hat man bei dem einen oder anderen Hersteller ebenfalls so, ja, ne? Der Steinemix betrifft aber nicht nur einzelne Steinpartikel oder wie soll ich sagen, Steineaden, sondern er ist steinübergreifend. Also wir haben unterschiedliche Hersteller auch bei den 1x6er
in Light Bluish Grey. Das ist auf jeden Fall nicht derselbe Hersteller. Hier wurde mal bunt gemischt. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich einen Mock von Rebrickable wieder, wie soll ich sagen, zusammengesucht. Ne? Zusammengesucht. So sieht's im Grunde aus. Die 6x6 Fliesen, die sind auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die haben nämlich keine richtige Noppenaufnahme, nur in der Mitte eine 2x2er Noppenaufnahme. So wie man sie bauen sollen, gibt es ein bisschen Schwierigkeiten, fallen sie immer wieder ab. Man muss sie gelegentlich mal drehen, bis man die richtige Seite erwischt hat, damit das Ganze nicht mehr unter Spannung steht. Und dann funktioniert es. Die Steinequalität an sich ist, wie hat meine Oma immer gesagt, wenn man zu jemandem oder wenn man über ein Thema nichts Gutes sagen kann, dann sagt man am besten gar nichts. Aber so ist es gebaut, relativ simpel. Es ist keine hochkomplizierte Konstruktion. Aber das Design an sich ist okay. Das Design finde ich ganz witzig und spaßig gemacht. Nehmen wir mal so ein Fläschchen hier. So ein Fläschchen, die sind ebenfalls witzig gebaut. Aber ich finde den Grünton ein bisschen unglücklich. Keine Ahnung, warum man diesen Neon-Charakter hier mit drin hat. Dunkles oder das standardmäßige Trans-Clear oder Trans-Green, was ich so kenne, das ist ein bisschen dunkler. Das ist ein bisschen, ja, wie eine Glasflasche nun mal ist. Ne? Trans-Brown wäre vielleicht auch noch was gewesen. Hier unten haben wir zum Beispiel hier Curved Tiles. Die haben zum Beispiel diesen dunkleren Farbton, während hier die Round Tile in der Mitte wieder so einen Neon-Touch hat. Schade, kompletter so hätte es mir besser gefallen. Aber gut, so im Großen und Ganzen macht es halt durch diesen Neon-Touch jetzt mehr so den Eindruck, als wäre es eine Fanta-Flasche. Ne? Diese Kombination Grün und Orange lässt mich da halt an alte Fanta-Flaschen erinnern. Aber für Flaschendesign vollkommen in Ordnung. Was mich ein bisschen stört, es liegt aber an der Tatsache, dass das Design halt so ist, wie es ist. Das ist der Flaschenhals. Der ist nämlich nur auf einer Noppe befestigt und hält nicht sonderlich gut. Also die Flaschen hier so zu nehmen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Sticker habe ich keine angebracht. Ich weiß, dass die Bierflaschen mit Biersticker wahrscheinlich eher ausschauen, also die Flaschen eher ausschauen lässt wie Bierflaschen. Aber ich bin kein Freund dieser Aufkleber. Ne? Ich mag halt Transfer-Sticker. Alles andere kann ich mich einfach nicht damit anfreunden. Jetzt kommt dann noch hinzu, dass wir hier riesige Panels verbauen. Und auf der Seite sind die Panels hohl. Ne? Da passen die Flaschen ganz gut rein. Aber auf der anderen Seite sind die Panels natürlich nicht hohl. Das geht ja nicht. Eine Seite muss ja geschlossen sein. Jetzt fängt es hier an zu reiben. Es funktioniert. Man kriegt die Flasche schon rein mit Protest. Aber hätte ich da jetzt einen Sticker drauf, würde ich ja ständig mit dem Sticker an den Bricks reiben und ich würde die Sticker mit der Zeit zerstören. Gefällt mir nicht, drum lasse ich sie runden, drum mache ich es nicht. Die Bauanleitung an sich kann ich euch dann auch mal einblenden. Wirft jetzt keine großartigen Fragen auf. Ich finde die Bauanleitung von der Machart her wirklich hervorragend und gelungen. Sie ist übersichtlich, sie ist groß dargestellt, sie ist scharf dargestellt. Die Bauschritte sind logisch mit der Bauanleitung. War ich höchst zufrieden. Die Flaschen passen, wie gesagt, auf der Seite nur semi-gut rein. So, ich packe es jetzt nochmal rein hier. Ja, man muss immer schön auf die Flaschenhälse aufpassen. Von der anderen Seite passen sie besser. Da haben sie halt einfach mehr Platz. So, so und so. So, die Klemmkraft ist stellenweise hoch, stellenweise niedrig. Aber jetzt hier den Sixer zu heben, oben am Träger, das funktioniert. Da habt ihr keine Bedenken oder da braucht ihr keine Bedenken haben. Das lässt sich problemlos transportieren. Wenn man kleine Hände hat und da reinkommt, um es zu heben, mit normalen Händen drückt man halt immer die Flaschenhälse ab. Ist halt so, ne? Ist halt so. Es ist nicht ganz im Halbliter-Flaschenmaßstab. Es ist halt kleiner. Fand ich ein bisschen schade. Ich dachte wirklich, die Sache hier wäre größer. So ist es halt nur ein Zierset fürs Regal. Ja, ich müsste mal gucken, ob es derartige Flaschen auch in 0,33 gibt und ob es dann an die Größe hinkommen. Ich kenne
0,33er halt nur bauchiger. Und ja, wie zum Beispiel meine Löschzwerge oder sowas. Aber macht ja nichts. Vielleicht gibt es sowas hier irgendwo anders wirklich. Übrig geblieben sind hier ein paar 6er Rundfliesen. Da gehe ich jetzt mal ganz davon, stark davon aus, weil hier diese Fliesen hier in einer extra Tüte beilagen. Hatte man ursprünglich diese Fliesen hier mit beigelegt. Das waren aber die falschen. Da geht halt dann nichts mehr, ne? Darum hat man diese Fliesen hier extra zugepackt. Und die 6 hier sind übrig geblieben. Ansonsten ist nichts übrig geblieben. Gar nichts. Mal abgesehen von diesen 6 falschen Fliesen ist nichts übrig geblieben. Das heißt, sehr genaue Verpackung und man war sich bewusst, dass nichts fehlt. Alle Achtung. Alle Achtung. Ich meine, Hersteller, die nichts übrig lassen, wenn man baut, ja, die sind dann entweder wirklich professionell oder bilden sich ein, professionell zu sein. So genau weiß man das nicht. Wie dem auch sei, finde ich es trotzdem durchaus gelungen, weil es mir vom Design her sehr gut gefällt. Es ist schlicht, es ist einfach gebaut, es ist ein kleiner lustiger Happen für zwischendurch und macht sich hübsch in so einem kleinen Regal oder sowas. In diesem Sinne, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen. Und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Euer Doschen und baut was Schönes.